Die Schulmesse ist für die Stadt Neumünster ein ganz wichtiges Instrument, um die Familien in Neumünster und Umgebung zu informieren. Die Schulen können sich präsentieren, können zeigen, welche Schwerpunkte sie setzen, können zeigen, mit welchen Themen sie sich gerne beschäftigen. Und die Familien und Kinder und Schüler haben die Möglichkeit, sich aus erster Hand über die Schulen zu informieren, ein Bild zu vertiefen vielleicht, auch was sie vielleicht schon haben, ein Bild zu machen über die Schulen und auf dieser Basis ihre Entscheidung zu treffen, wo gehe ich selber oder wo schicke ich meine Kinder nach dem Übergang, also nach der vierten Klasse, wo schicke ich meine Kinder hin, wo möchte ich als Schüler auch hingehen. Das ist der wichtigste Zweck dieser Messe und die Anzahl der Familien, die hierher kommen, es ist jetzt 16:45 und wir haben schon ungefähr 400 Leute hier, zeigt, dass die Menschen das wichtig finden, sich hier auch persönlich informieren zu können und dieses Angebot gerne wahrnehmen. Moin, mein Name ist Pierre Hein und ich bin der zuständige Fachdienstleiter Schule, Jugend, Kultur und Sport. Und mein Fachdienst ist mit der Organisation der Schulmesse betraut, die ja heute in den Holzenhainen stattfindet. Ich persönlich freue mich sehr, dass nach der Corona-bedingten Pause wir wieder starten können mit der Schulmesse, gemeinsam mit 25 allgemein- und berufsbildenden Schulen und der Freien Waldorfschule, die gehört mit zur Bildungslandschaft. Und ja, ich freue mich auf den Tag und wie man sieht, alle sind gut drauf und wir sind es auch. Ich mache mal gleich weiter, Lutz Friemann, ich bin der Schulrat hier in der Stadt Neumünster und bin das erste Mal bei dieser Schulmesse mit dabei und ja, bin mal ganz gespannt, wie das hier so ist, wie die Schulen sich präsentieren. Wie ich gesehen habe, hat jede Schule eine Menge Sachen aufgebaut und ich glaube, dass das für die Eltern ganz wichtig ist, dass sie hier so die ganz wichtigsten Fragen auch beantwortet bekommen. Was ist das für eine Schule? Was für Menschen sind dort? Was ist das besondere Profil dieser Schule? Und ich glaube, dass die Schulen sich eine Menge ausgedacht haben und sich hier wirklich hervorragend präsentieren können. Ja, mein Name ist Lars Ziervogel. Ich bin der Schulleiter der Freiherr vom Stein Schule. Wir sind heute hier auf der Schulmesse und in einem kurzen Umriss einmal die Stein Schule erwähnt ist. Wir sind eine Schule, die versuchen, den Kindern eine sehr, sehr gute Schulzeit zu geben. Das heißt also, eine Schulzeit, wo sie viel erfahren können, wo sie viel ausprobieren können, wo sie auch sich selber entdecken können und wo sie dann ihre Fähigkeiten am Ende so weit rausgebaut haben und rauskristallisiert haben, dass sie nach der 10. Klasse dann wissen, was sie weiter werden wollen. Ob sie in den Beruf gehen oder zur weiterführenden Schule und an Abitur und studieren, steht dann allen Schülern offen. Und wir versuchen das den Kindern auf dem Weg, die Kinder gut zu beraten, zu begleiten und freuen uns dann immer am Ende über ganz, ganz tolle Erfolge. Hallo, ich bin Sören Viol, ich bin der Schulleiter der Willem-Tank-Schule und wir sind hier auf der Schulmesse in Neumünster und wir stellen uns wie alle anderen Schulen hier vor für die Eltern der jetzigen Viertklässler, die dann auf die nächsten Schulen in der 5. Klasse wechseln. Wir als Willem-Tank-Schule sind eher eine kleine Schule. Das hat den großen Vorteil, dass wir uns kennen. Das ist eher ein familiäres Miteinander. Ich kenne alle Schülerinnen und Schüler, die Schüler kennen mich. Und auch so ist es mit den Lehrkräften. Also man kennt sich auf dem Schul, man kennt sich mit Namen. Und das ist ein großer Vorteil im Gegensatz zu den großen Systemen. Ansonsten so ein Alleinstellungsmerkmal für uns ist vielleicht noch das Projekt Lernen durch Engagement. Das können die Kinder ab der 7. Klasse wählen im Wahlpflichtbereich. Und da lernen sie, sich zu engagieren für Dinge, die sie selber interessieren. Wir haben eine Kooperation mit dem Tierpark, mit einem Pflegeheim. Wir sind dabei bei Neumünster macht sauber. Und die Kinder werden dazu angeleitet, sich in diesen Sachen zu engagieren. Vom Anfang an, vom ersten Telefonat an, wie führe ich ein vernünftiges Telefonat, wie schreibe ich einen Antrag, einen Brief, eine Anfrage. All diese Sachen kann man in diesem Lernen durch Engagement-Kurs kennenlernen. Ja, guten Tag, mein Name ist Hendrik Jehn. Ich bin Lehrkraft an der Walter-Lehmkohl-Schule. Wir repräsentieren hier die drei beruflichen Schulen in Neumünster. Die heißen in Neumünster regionale Berufsbildungszentren, weil das eigenständige Schulen sind mit einem eigenen Haushalt. Und wir drei Schulen, die Theodor-Litt-Schule, die Elias-Knapp-Schule und die Walter-Lehmkohl-Schule, haben immer einen gemeinsamen Messestand. Was wir anbieten können, ist, dass wir Schülerinnen und Schüler nach der 9., nach der 10. oder auch nach der 12. oder 13. Klasse ausbilden bzw. ihnen die Möglichkeit geben, auch noch ihre Schulabschlüsse aufzubessern oder eben aus einem mittleren Schulabschluss zum Beispiel ein Abitur zu machen oder aus einem ersten allgemeinbildenden Schulabschluss vielleicht einen mittleren Schulabschluss zu machen. Ja. Unser Kerngeschäft ist die Ausbildung. Also wir bilden ja mit Ausbildungsbetrieben zusammen
insgesamt etwa 100 Berufe in Neumünster aus, mit den beiden anderen Schulen zusammen. Und früher oder später landet eigentlich jede und jeder in einer berufsbildenden Schule, es sei denn, jemand entscheidet sich direkt aus der Schule in ein Studium zu gehen. Schönen guten Tag, ich bin Simon Schön, bin der Schulleiter der Grundgemeinschaftsschule Einfeld. Und wir haben ein vielfältiges Angebot, gerade im Bereich des offenen Ganztags. Wir haben Boxfitness, wir haben Tischtennis, wir haben Fußball, wir haben Modellbau und eine weitere große Palette, wie zum Beispiel auch Kochen im hauswirtschaftlichen Bereich. Und somit bieten wir auch gerade für unsere Kinder im Nachmittagsbereich ein wirklich tolles Freizeitprogramm an. Hallo, mein Name ist Devin Erlenbach. Ich komme von der Neuen Münster Einfeldschule. Meldet euch an. Die Schule ist sehr schön, alles ist schön. Es gibt Sport, Deutsch, Mathe, Englisch, Kunst, Schwimmen. Und ja, ich würde sagen, das waren die Nachrichten.